So, Spiel weiterlaufen lassen, damit die Händler endlich hier rausgehen und wir gucken können, wie das hier denn vonstatten geht mit dem Tor. Unten im Danger Room hatten wir den Mietz gerade erst rausgeschickt, richtig? Ach, schon wieder viel zu weit. Ja, ich glaube schon. Das hat ja auch sehr gut geklappt. Das werden wir jetzt sporadisch immer wieder machen müssen. Dann können wir auch bald den zweiten Trupp erstellen. Wir haben jetzt hier wieder neue Zwerge bekommen. Also soweit läuft es eigentlich recht gut. Und hier können wir auch den nächsten Goldsarkophag hinstellen. Auf der Höhe. Jo. Gold. Und die neu gestellten Sarkophage aus Granit sollten wir erstmal auch benutzbar machen. Also BP. BP, 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 BP. Und dann hatten wir irgendwo noch einen Geist. Ich weiß nicht, ob wir den Slab dafür schon fertig haben. Ich gucke einfach mal. Du? Dahin. Ah, da ist er doch. So. Noch ein Geist weniger. Schon der vierte Geist jetzt. Aber das kommt halt davon, wenn so viele Zwerge außerhalb sterben. Haben wir nicht genug Zeit, um die zu holen, weil halt irgendwelche Goblins wieder näher rumschwirren oder wir uns verbunkern oder dergleichen. Aber wenigstens kann man das so recht schnell problemlos lösen. So, Holz wird alles schön verarbeitet zu Kohle. Gute Sache. Die ganzen Ambosse, die neuen, die könnten wir nochmal ganz kurz zum Schmelzen designieren. Genau, dich und dich und dich. Und der Rest hat hier gar keinen Platz mehr gehabt. Ah, das ist nicht gut. Aber wir hatten hier unten noch einen Stockpile. Genau. Oh, sogar ein Stahl-Amboss. Schöne Sache. Ja, doch. Wenn wir davon bald ein paar Rüstungen schmieden können, ist alles gut. Ah, Silber könnte noch ein Problem werden. Ich glaube, davon haben wir nicht genug, um für jeden einen Hammer herzustellen. Aber ja, das kriegen wir auch noch. Die Goblins haben ja ab und an auch diese Silver Scourges dabei. All diese flegelartigen Waffen. Die können wir dann einschmelzen. So, die Händler sind irgendwann zwischenzeitlich abgehauen. Ja, soweit so gut. Das heißt, wir machen die Brücke erstmal runter. Und das Tor da hinten. Sobald das getan ist, werden wir auch den Alarm wieder aufheben, dass die Zwerge sich alle nur drin bewegen dürfen. Denn hier sind noch ein paar Fallen, die ausgetauscht werden wollen. Und die Goldstraße muss weitergebaut werden. Denn wir wollen ja irgendwann auf unsere 200 Zwerge kommen. Also von wollen kann nicht unbedingt die Rede sein, weil das wird tierisch chaotisch werden. Aber es ist ein recht interessantes Feature, was dann noch kommen kann, wenn man so viele Zwerge hat. Und das will ich euch ja nicht vorenthalten. So. Wie schaut es mit Pilzen aus? Ich sehe einen Pilz in einem Wohnzimmer. Das war okay. Oh, der Pilz da ist nicht okay. Mitten vor der Tür ist nicht so toll. Zieh einfach wieder einen Rahmen drumherum. Zack. So, einmal die Pilze. Wie schaut es hier oben aus? Ah, wieder was nachgewachsen. Sehr schön. Ihr kommt alle mal mit. Und ihr auch. Und ihr auch. Oh, jetzt haben wir schon zwei mit dem Botenpfeil. Einmal unglücklich und einmal unglücklich. Aber wenigstens ist das Seewort jetzt nicht mehr sehr unglücklich. Der Trupp ist aber auch gerade aktiv, wenn ich das richtig sehe. Also die scheinen zu trainieren. Ich guck mal ganz kurz, was für Gedanken er so hat. Ja, Zustand. Er war unglücklich. Nee, sie war unglücklich. Sie hat jemanden angeschrien, der in einer Führungsposition ist. Und sie hat sich ein bisschen besser danach gefühlt. Ah, armer Gerogon. Oder der Unaussprechliche, einer von beiden. Und sie kam dann einfach bei dem an, hat ihn einmal zur Sau gemacht. Und danach ging es ihr irgendwie wieder besser. Denn jede Menge positive Nachrichten und Gedanken wegen ihrem Schlafzimmer, was zu essen, was zu trinken. Oh, eine Nachricht über Ungeziefer.
Eine lange Patrouille, ja, okay. Sie hat den Tod gesehen. Also sie hat jemanden sterben sehen. Und Miasma. Ja, das Miasma ist echt ärgerlich. Das werden fast alle Zwerge abbekommen haben. Das war ja hier oben. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Ich denke mal einfach, wir werden zu viele Tiere auf einmal geschlachtet haben. Denen wurde was zu essen gekocht. Es wurde in der Küche gelagert oder zwischengelagert. Und dann kamen die ganzen Befehle rein, jetzt produziert ganz viel Fett. Und dann wurde es nicht schnell genug abtransportiert. Trotzdem ärgerlich. Oh. Mr. Alangur ist tot. Verdurstet. Wo ist er verdurstet? Irgendwo hier. Ah, dass einer durchgedreht war, bin ich mir jetzt nicht sicher. Gucken wir mal kurz hoch. Das ist ja das gute Ende, sagen wir es mal so, wenn einer durchdreht, weil er irgendeinen besessenen Auftrag nicht erfüllen konnte. Es gibt ja die Variante, dass sie dann durchdrehen und andere Leute umbringen. Aber es gibt auch die Variante, dass sie durchdrehen und einfach nur sich in irgendein Zimmer verkriechen und da langsam sterben. Also verdursten oder verhungern. Da nehmen sie ja wenigstens keine anderen Zwerge mit. Das könnte mit ihnen passiert sein. Trotzdem immer wieder schade. Und wir haben wieder einen Toten diese Folge. Nur mal so fürs Protokoll. So, also, die Brücke ist eingefahren. Das Tor ist nicht ganz zu. Da ist wieder irgendwas im Weg. Das Floodgate sieht man da. Ich denke mal, es ist ausgefahren. Aber das wollten wir eh testen. Wir machen das andere Floodgate jetzt auch zu. So. Und sobald es zu ist... Ja, ist zu. Heben wir unseren Inside-Befehl wieder auf. Dann müsste jetzt ja eigentlich irgendjemand loslaufen von den ganzen Zwergen. Von den 46, die nichts zu tun haben. Und anfangen hier die Käfige einzusacken. Aber auch nur, wenn man dadurch... Ja, scheiße. Ja, also anscheinend funktionieren unsere Floodgates jetzt nicht mehr. Denn die Zwerge können einfach über die Teile des Floodgates rübergehen, wo irgendein Gegenstand drauf liegt. Und die Gegenstände bekommen wir anscheinend nicht weg. Was sehr lästig ist. Was machen wir da? Also ja, die Zugbrücke draußen wird uns immer noch schützen. Und da liegen ja tierisch viele Sachen unten im Graben. Ha. Okay. Ja, die können doch erstmal liegen bleiben. Aber ja, die Zugbrücke wird uns schützen vor jedem, außer den Fliegerlingen. Und da haben wir eh noch ein riesiges Loch oben in der Decke, wo ein Flieger rein könnte. Trotzdem ist es sehr ärgerlich. Da muss ich mir was überlegen. Also wir könnten eventuell alle Floodgates wieder abreißen, die Gegenstände wegbekommen, indem wir den Boden darunter wegminern und eine neue Bodenplatte raufsetzen. Und dann neue Floodgates aufstellen und die dann wieder mit den Schaltern verbinden. Was eine Menge Arbeit ist, aber es könnte funktionieren. Na gut, was haben wir hier noch? Wir haben einmal das S suspended. Wahrscheinlich wegen den Goblins wurde es abgebrochen. Das soll bitte weitergemacht werden. Dann gucke ich nochmal kurz in die Jobs. Denn wir haben hier keine Bins und ich brauche jede Menge. Also, New Order. Wir hätten gerne Wooden Bin, nicht Kabinett. 20 Stück. Da wir gerade so viel Holz gehackt haben und noch was auf Vorrat haben, müsste das eigentlich hinhauen. Gut, gut. Die Miliz ist nicht mehr am Trainieren. Das heißt, sie haben jetzt anscheinend frei. 21, 22, 23. Dann ziehen sie jetzt mal wieder ein. Und lassen sie hier antanzen. S, Shift, A, M. Da rein, bitte. Weil meistens motzen sie ja nur, wenn sie lange Patrouillendienste schieben müssen. Ich weiß nicht, ob sie auch motzen, wenn sie immer wieder ganz kurze Patrouillendienste schieben müssen. Aber ja. Werden wir alles nach und nach so kennenlernen. Ich hoffe mal, dass diesmal auch alle aus dem Trupp da reingehen und nicht irgendjemand wieder Essen holen geht. Ich hätte es nicht sagen sollen. Der erste geht wieder zurück. Und der da blinkt auch schon ganz komisch. Nee, okay. Dann müssen halt die 5-6 Zwerge da reichen. Tür zu. Schalter. Shift P. R. Und zu gucken, wie sie gestopft werden.
Also, ihr guckt hierzu, ich guck nebenbei auf dem Dwarf Therapist. Wobei wir jetzt schon ein Level 10 Kämpfer haben und... Nee, zwei Level 10 Kämpfer und ein Level 9 Kämpfer. Der Unaussprechliche ist inzwischen auf Stufe 6. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt schon welche haben, die so einen hohen Kämpferlevel haben, trainieren sie, wenn sie nicht in diesem Danger Room sind, ja auch entweder privat oder wenn der Trupp gerade aktiv ist in der Trainingshalle. Und da sie einen haben, der so hoch ist, lernen auch alle anderen von ihm wesentlich schneller. Am Anfang hatten wir das Problem, dass keiner gut war und so niemandem irgendwas beibringen konnte. Jetzt ist das Problem nicht mehr da. Das heißt, jetzt können die Guten, diese zwei, drei Leute, die 9 oder 10 haben, allen neuen Rekruten was beibringen. Was denn recht flott geht. Das ist schon mal gut. Oh, ich sehe Blut, ich sehe Tote. Stopp, stopp, stopp. Das war nicht gut. Ich sehe jede Menge Kleidungsstücke. Ich sehe ein Ziegenkäse-Toast. Roast. Okay, die hatten also was zu essen dabei, aber ich sehe, wo ist die Leiche hin? Ich hätte schwören können, da wäre gerade so ein Bild von einem toten Zwerg. Und ein anderer Zwerg schläft gerade. Die ist weg, die Leiche? Und da ist Blut. Okay. Trainingseinheit abbrechen, Tür aufmachen, Schalterbefehl aufheben. Ja, Hammerzwerg, Rekrut, also keiner mit irgendeinem Namen, nicht so wichtig, wurde impaled von den Piken. Das ist nicht gut. Ich guck mal ganz kurz, ob ich dafür irgendwie einen Combat-Bericht sehe. Er hatte keinen Namen. Kirosimo, nein. Es zählt wohl nicht als Kampf. Haha. Wann ist das? 16. Dritter Garnit. Ne, ganz oben müssen die neuesten Sachen stehen. Das wäre hier. Und das ist der Kampf. Gucken wir mal kurz. Ja, das sind die Trainingsspeere. Das heißt, hier müsste irgendwo der Rekrut bei sein, der gestorben ist. Genau hier. Also der Speer ist schon mal von keiner außergewöhnlich hohen Qualität. Er wurde einmal gestunt. Der Angriff wurde aber abgewehrt von seinen ganzen Rüstungsgegenständen. Dann war er nicht mehr gestunt, wurde weiter gestupst, gestupst, gestupst. Hier wurde er getroffen. In den Kopf. Und die Muskeln wurden dort verletzt. Dadurch wurde er ohnmächtig. Ah, das könnte das Problem gewesen sein. Und danach wurden zwei Angriffe reflektiert und dann kam ein sehr unglücklicher Angriff. Der Tower Cap Trainingsspeer trifft den Rekruten in den Kopf. Bruising ist, wenn man blaue Flecken bekommt. Er bruist das Muskelgewebe und rammt den Schädel durch das Gehirn. Wobei das Gehirn zerreißt. So viel zu dem Danger Room. Also ja, wir können einfach Helme denen geben, aber der müsste eigentlich einen Helm gehabt haben. Ich guck mal ganz kurz, was da so auf dem Boden liegt. Loincloths, Gauntlet. Ja, er hat einen Lederhelm gehabt. Hat ihn anscheinend aber nicht geschützt. Also ja, eigentlich sollten die einen richtigen Panzerhelm haben und 7 Hoods drüber und so weiter. Aber trotzdem, das ist ganz schön krass. Ein richtiger Treffer und zack, tot. Und die sind jetzt alle panisch da, aber gut. Lassen wir den Thema rauslaufen. Und die Leiche einsammeln und jetzt sind noch mehr unglücklich. Und der eine pennt immer noch. Das ist echt komisch. Oh weia. Ja, es kann gut sein, dass der Danger Room echt zu stark war und deswegen jetzt in den letzten Versionen da was gepatcht wurde. Was aber ja auch Sinn macht, denn es kann nicht Sinn des Ganzen sein, dass man seine Zwerge in eine fallenbespickte Grube schmeißt und dann 5 Minuten wartet und Mega-Zwerge hat. Na gut,
Wir machen erstmal eine kleine Pause und sehen uns dann gleich wieder.